Ja, ich hoffe, dass du diesmal nicht verlierst, Kress. So. Diesmal nicht, Freundchen. Diesmal nicht. Und wenn ich meine Taste smashen muss. Au. Los, sei verwirrt. Wie viel er aushält. Ich weiß, dass ich im roten Bereich bin. Okay. Ich glaube, hier werden wir dann später weitermachen. Wir werden später nochmal einen Angriff nehmen. Gehen wir nach Venezia! Tja, Chicken, Hochmut kommt vor dem Fall, ne? So, erstmal meine Augen wieder auffüllen. Ja, ja, bla 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 bla. What? Ach, bin noch aufgefüllt? Aber Food. Magische Augen, so. Kümmere ich mich später darum. So. Besuchen wir mal deinen Papi, der wohl nicht mehr lebt. Ja, besuchen wir ihn trotzdem. Ein alter Mann. Wer seid ihr? Ihr könnt doch nicht einfach bei Wildfremden ohne Anklopfen ins Haus platzen. Doch, das ist Embers Haus hier. Was macht dieser Opa-Mann zu Hause? Koch, komm, Wunderkoch. Aber erstmal vorgestochen mit Büchern über Wahrsagerei. Aber da sind auch welche über Elementargeister. Ja, lest sie. Vielleicht finden wir ja so Elementargeister, wie wir ja noch nicht gefunden haben, ne? Kann ich nichts nehmen? Egal. Ich bin ein Botschafter des guten Geschmacks, ja. Gib mir dein Rezept. Nudelauflauf. Nudelauflauf. In Sahne gebackene Nudeln füllt mittlere Menge KP und kleine Menge TP auf. Na komm, in Gnomshöhle haben wir was gefunden, also vielleicht finden wir auch bei Sylph was. Ne? Kann ja sein. Ja, ich guck mal wieder. Speichern.
Wer Geier? Magisches Auge! Erde! Wie kannst du eigentlich erdanfällig sein, wenn du fliegst? Ist Glaive der einzige, den du hast mit Erde? Nehmen wir es noch Stone Blast. Ey, nicht auf mich, Chester, ne? Ganz ruhig. So, weg mit dir. Bam, 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 bam. Darf ich jetzt speichern? Es kommt mir wie vor 100 Jahren vor, seit ich das letzte Mal gespeichert habe. Oh. Dreimal versagt. Oh Gott. Chicken muss mehr trainieren. Da bist du schon Level 51. Und komm jetzt nicht mit der Ausrede, das Spiel steht auf schwer vom Schwierigkeitsgrad. Das zählt nicht, das hast du dir selber zuzuschreiten. Hui. Und da hängen immer noch die Seile. Basilisk. Keiner meiner Leute hat... Ne? Dings an. Oh Gott. Was für dein Spaß. Ja. Komm. Was? Was? Hast du ihn gerade geheilt? Chester? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Was für eine Attacke hat er eingesetzt, um ihn zu heilen? Feuerhalt, Basilisken, oder? Ach, egal, so viel war das nicht. Wir ziehen mehr ab. Besonders Amber mit Indignation. Ich tue mal so, als hätte ich nichts gesehen. Siehste? Tot. Bye-bye, Basilisk. War schön, dich gekannt zu haben. Basiliskenschuppe. Juhu. Hui. Ich könnte aber mal heiliges Licht anschmeißen. Items. Heilige Schlicht. Das ist noch offen. Als wären wir nie weg gewesen. Vor mehreren hunderten Jahren. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass hier Basilisken drin waren. Wow. Schön für dich, Chester. Schön für dich. Hier ist eine Speicherpunkte. Dela.
So, ihr zwei seid weg und die andere Kreatur des Bösen ist auch weg. Geben voll wenig Erfahrung. Ich sollte mich mit stärkeren Monstern kloppen. Aber nicht mit Stahlgolem. Boah, ist hier rot. Das ist hier rot. Ob hier dann auch dieser Dämon auftaucht? Ah, Truhe. Zauberpuppe. Den wir damals bei unserem ersten Besuch hier nicht besiegen konnten und fliehen mussten. Amethyst? Besondere Musik, lass mich raten! Paktring, ne? Paktring. Reduziert Schäden durch Finsternis? Dann würde ich mal annehmen, der ist für Shadow. Megakröte! Ihr seid keine Dämonen. Das halte ich für ein Gerücht. Jetzt renn doch nicht weg. Burning Frosch! Burning! Den, 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 den. Dass ich hier reingelaufen bin. Hui. Ach, Chicken, du bist ein Genie. Nicht. Was machen die Blumen hier? So, erstmal ein bisschen Gärtner spielen. Das geht ja gar nicht. Ja, verbrenn die Blumen. Einfach, du bist die Beste. Eisenstiefel. Das ist noch eine Truhe. Brotem. Noch mehr Kröten. Ist heute nicht sogar der 1. Mai? So vom Upload-Plan her. Wenn ja, dann fröhlichen 1. Mai. Los! Tanze, Kress! Tanze! Nein. Los, Fliege! Tanzen wir! Ich hab gesagt, Rising Phoenix! Weil Kress tanzt gerne nah am Feuer. Deswegen ist er in Feuer eingehüllt bei Rising Phoenix. Können Phoenix überhaupt tanzen? Hey, du hast mir meinen Kill gestohlen! Chester! Böser. Du Böser. Am besten besuchen wir noch die anderen Orte der Elementargeister. Dann darf ich wieder in Lunas Turm rein. Aber hier scheint nichts zu sein. Oder ist im Baum was versteckt? Nein. Ach, Sylph, wieso hast du mir kein Geschenk da gelassen? Also wirklich? Wie egoistisch von dir. Wicht.
Die sind neu, oder? Falsch schicken. Du musst auf iDance.